Dann gute Fahrt. Tschüss. Habt ihr noch Ladung dabei oder bloß Person? Nicht zu laut, ja. Alles klar. Dann tut ein Dreizylinder gut über die Strecke bringen, ne? Tschüss. Gut. Ein Opel GT. GT Gran Turismo. Ja, 69. Baujahr 69. Was hat er für Hubraum und PS? Wer ist das? 1,9 und 90 PS. 90 PS. Gut. Dann bringst du gut wieder zurück. Gute Fahrt. So, die Nummer 18, ein schöner Audi-Ladepumpenmotor, der einzige Zweitaktmotor, den man mit Flankenbenzin fahren darf. Genau, der mit dem V4 ist mir nur aus der Presse bekannt. Schön, dass ich mal hier persönlich erleben durfte. Dann gute Fahrt und gutes Gelingen. So, jetzt ein Fahrzeug, was nicht ganz so alt ist, was aber viele kennen. Fiat Tipo. Fiat Tipo, heute mit Gerd Hawkins ein zum ersten Mal. So. Was soll ich machen? Mich vorstellen. Wir sind der Familie Freier aus dem schönen Tölzig. Habt ihr aber nahe eine Reise gehabt. Aber dann werdet ihr euch jetzt auf der Strecke beweisen müssen, dass das Fahrzeug noch ordentlich durchhält. Hat gestern getestet. Hatte gestern getestet. Gut, dann gute Fahrt. Hallo, noch ein B1000. Euch auf gute Fahrt. DDR-Mark, da der Bürger um die 180 bis 300 DDR-Mark monatlich verdient, 57. Dann danke für die Infos und hier gute Fahrt. So, jetzt haben wir hier gleich Fiat in Reihenfolge. Hallo. Da bin ich nicht ganz so sattel- und markenfest. Hallo. Was kannst du uns in einem Fahrzeug erzählen? Ach, er hat ja schon alles gesagt, so ein Typ. Baujahr 82, 107 PS, immer mal ein bisschen Arbeit. Ja. Matthias, wollen wir mit Lösen ziehen? Warte mal.
noch ein bisschen rechts rüber. Ja, ja. Ich hab's ja auch halt, kannst du ja von mir kriegen eigentlich, beziehungsweise. Ich denke, ich habe die Mutter.